Ja, Hallihallöchen, da sind wir schon bei Level Nummer 18 und es heißt Kopfjäger. Ja, Köpfe jagen kann man immer gut, man sollte immer einen Kopf bei sich haben, kommt immer besser. Und wie sieht das aus? Das erfahren wir jetzt. Die Dakini sind der mächtigste Stamm, der sich gegen uns stellt. Ich habe die Befürchtung, dass wir sie stoppen müssen, bevor sie einen furchtbaren Zauber gegen uns aussprechen. Ja, das ist immer besser, bevor man das macht, also dass man das macht, bevor die das machen. Falls ihr versteht, was ich meine. Und es gibt wieder keine Führung und es gibt ganz viele Wilde und Nebel. Na, Nebel nicht, aber hier, ne, dass wir nichts sehen können. Aber hier sieht man schon, oh, da ist ein roter. Es gibt wieder drei Stämme und wir sollten mal langsam anfangen, bevor wir die Welt erkunden. Hier, ja, ach komm. Klatsch, nein. Doch, da. Und da auch noch eins, eben schnell hier hin. Ja, könnt ihr die schon mal bauen? Genau, ihr geht da sogar selbstständig hin. Ich bin begeistert. Und die Wilden, die schnappen wir uns natürlich auch wieder. Wo sind sie denn? Ja, wo sind mal viele? Hier sind viele. Und was wir direkt weitermachen, ist hier einen Turm hinzubauen. Weil wir brauchen das Bauland hier. Denn die zwei Häuser da hinten, die reichen uns noch lange nicht aus. Wo kämen wir denn da hin? Ja, ihr dürft da hoch. Genau. So. Ach komm, hier, die. Hätte ich ja fast vergessen. Gerade eben erst bezaubert und schon fast nicht mehr Beachtung geschenkt. Aber ich hab's noch entdeckt. Ja, bauen. Müssen wir eben warten, bis sie fertig sind. Hier ist ein Haus fertig. Ja, ihr dürft auch zu dem anderen schon. Aber es ist gut, dass sie da drin sind. Da produzieren die schon mal ein bisschen Mana. Stelle ich auch mal den Feuerball schon wieder an. Und hier ist der Turm fertig. Und da bauen wir direkt ein Haus, noch ein Haus. Und die Bäume möchte ich gern behalten. Auch wenn das am Anfang ein bisschen Platzverschwendung ist. Aber so muss es sein. Um es stilecht zu gestalten. So. Ihr baut mal dahin. Ihr baut da. Und hier kann ich auch noch Häuser hinklatschen. Und ich muss... Also, ne, da gab es ja in der Meldung eine Drohung, dass hier irgendwie ein Zauber kommen soll. Habe ich aber gerade keine Ahnung, welcher das sein soll. Also tatsächlich nicht. Aber hier gibt es wieder ein Fragezeichen bei dem Special-Zauber. Also wer weiß, vielleicht finden wir selber auch noch irgendwas ganz Besonderes. Ich habe gerade mal echt keine Ahnung. Wahrscheinlich fällt es mir nachher wie ganze Schuppen hier vor den Augen. Aber das ist gerade nicht der Fall. Ach, hier rennt der Rote ganz bis hoch. Okay, hier sehen wir das gerade nicht so. Oh, guckt euch mal die Wilden an. Wir wollen mal hier die Landschaft ein bisschen erkunden. Ach, hier, guck mal, hier ist der Kopf. Aha, ist ja auch interessant. Vielleicht ist bei dem ein Zauber. Wir gucken mal. Machen wir einmal das. Ja, komm, ihr seid mal unsere. Hier sehen wir schon mal das Land ein bisschen. Wir gehen hier einfach mal hin, dass wir sehen, was hier los ist. Oh. Ne, jetzt sehen wir, oh, hier ist ganz viel Verteidigung vom Gegner. Also, ne, der meint es wohl ernst mit uns und ich werde angegriffen und das... Oh, das war knapp. Oh. Nicht nur, weil ich runtergefallen bin, sondern weil ich auch fast tot gewesen bin, wie man hier sehen konnte. Aber meine Häuser sind fertig und der Gegner ist echt nicht weit weg, ne? Muss ich gerade mal wieder so sagen. Da noch ein Haus und da noch ein Haus. Ja. Macht es für mich. Baut, meine Kinder. Ach, ihr seid fertig. Dahin. Und, genau, hier gibt es ein bisschen Holz, das ist schon okay. Hier oben ist noch ganz viel Platz. Da könnte ich auch mal hier einen Weg gleich rüberschlagen. Oder ich kann mir einfach mal, also, ne, bis ich irgendwann mal einen Weg habe. Ich kann mir hier mal die Wilden bekehren und einfach mal gucken, hier ein bisschen die Landschaft erkunden, dass ich hier die Anhänge habe, dass ich sehe, was hier überhaupt los ist. Ach komm, Fräulein, du... Ja, ne, du bleibst mal da. Aber hier, oh, hier sind auch Rote. Rote, und ihr müsst weg. Dass ich zumindest sehe, was hier noch alles so los ist. Solange ihr noch lebt. Oder ihr baut hier mal... Ne, bringt auch nichts. Jetzt könnte man hier schon mal auch mal was bauen. Hier ist auch noch... Au, was macht er da denn? Was ist hier denn los? Hallo? Ach, guck. Hier sieht das von den Schatten so aus, als wäre hier ein Gegner. Ja, als wären da die Häuser, die natürlich ihre Schatten werfen. Wir sehen die Häuser nicht, aber wir sehen die Schatten. Das hatten wir ja schon mal.
Ja, so kann es kommen. Und hier müssen wir... Ach, da ist noch ein Bauplan. Kinder, es macht mal was. Ja. Und wie sieht's hier unten aus? Hier sieht's gut aus. Hier ist auch noch Land und hier sind auch Schatten. Hier ist auch noch ein Gegner. Mhm. Das ist ja interessant. Oh, und irgendwie... Ach so. Okay, die hat sich wilde bekehrt. Das kann man gerade hören an dem Tsunami. Und hier sind so viele Gegner. Was ich machen möchte... Das kann ja gut sein, dass der auch zu mir kommen will. Und hier ist ja noch einigermaßen Holz. Das heißt, ich baue mir einfach mal so ein, zwei Türmchen hier hin. Ich habe so noch... Ach, ne, bevor ich Türme baue, mache ich das anders. Ich baue mir erstmal so ein Ding, dass ich mir hier Krieger ausbilden kann. Feuerkrieger. Die brauche ich natürlich wieder mal gerne. Und ihr dürft dahin. Ja. Oh, hier sind noch Wilde. Will ich die haben? Ach komm, wir gucken mal hier hin. Ich hoffe mal, dass er uns gerade nicht angreifen möchte. Ansonsten hier, Insektenplage. Nee, ach komm, wir machen schnell die Hypnose an. Die hilft uns hier in diesem Moment, glaube ich, auch ganz gut weiter, weil hier wieder so schöne Grüppchen sind. Wenn man da sich einmal so ein Grüppchen bekehrt, dann, also ne, hypnotisiert, dann ist man, glaube ich, wieder ganz gut dabei, dass die Gegner sich selber auslöscht. Da bin ich, glaube ich, ganz begeistert von. Also so ganz spontan. Und die beiden Wilden. Ja, ne, der eine sah gerade ein bisschen weg aus, aber ist er nicht. Der war nur im Schatten. Die Schamanin hat übrigens einen größeren Radius zum Landschaft entdecken als die einzelnen Arbeiter. Zumindest habe ich das so die Beobachtung gemacht. Ich meine, sie hat halt einfach den meisten Weitblick. Ne? Bei ihr erweitert sich der Horizont am schnellsten. Daher ist das schon alles ganz okay. Wir können ja mal gucken, ob wir hier auf der anderen Seite auch noch irgendwie einen Wilden kriegen. Also fände ich mal toll. Weil dann können wir da auch schon mal ein bisschen die Landschaft erkunden. Und ihr geht mal hier hoch. Ja, einfach mal dahin. Gucken wir mal. Tsunami. Nee, hier ist nix. Tsunami. Da ist gerade mal auch nix. Tja, schade. Wir könnten hier natürlich einen Weg hinschlagen, aber hier ist ja direkt ein Gegner. Den möchte ich gerade mal nicht in meinem Dorf hier haben. Bis ich den ärgere, muss noch ein bisschen was passieren. Und ihr seid alle fertig und ihr dürft da direkt rein. Denn die Gefahr hier wächst natürlich weiterhin an. Und oh, ich habe einen Hypnosezauber fertig. Und ich möchte hier noch ein Haus hinbauen. Und man kann natürlich hier noch sich das Land mit Zaubern ebnen, dass ich hier mehr Bauplatz habe. Denn auch der wird natürlich irgendwann wieder ein bisschen knapp werden. Da machen wir es so. Genau. Ja, und hier kann natürlich auch noch ein Haus. Obwohl, ne, hier mache ich mal die Nahkämpfer hin. Wäre sonst gelacht, wenn die nicht dabei wären. Und oh, super. Oh, schön. Deswegen muss ich hier gleich mal... Ah, guck mal hier, zwei Stück. Oh, das nutzen wir uns echt mal ganz schnell aus. Erstmal nutzen wir uns das hier. Ja, guck dir nochmal die Gegend an da. Ja, schön. Hast du gut gemacht. Ja, geh da mal hin. Erkunde, mein Kind. Wie du noch nie erkundet hast. Ach nee, das hatten wir schon mal. So, hier. Die Leute sind meine. Ach, und kommen hier die anderen. Ja. Machen wir mal ganz falsch. Aber ich habe hier noch Zauber. Die müssen auch noch zu uns. Jawohl. Und jetzt müsst ihr alle hier hin und euch kloppen. Und die Türme müssen schnell weg. Weil ich will schon mal ein bisschen Randale hier machen. Also nicht, dass das irgendwie... Oh, oh, oh. Guten Tag. Ihr müsst alle weg. Oh, schön. Ich bin begeistert. Ich muss sagen, Hypnosezauber sind doch durchaus... Die haben was. So, und du musst auch weg. Geht ja nicht. Dass ich hier schon mal in die Nähe komme. Ach, und kommen hier die beiden Wilden. Schnappe ich mir auch noch mal eben schnell. Und der Turm muss auch weg. Und guck mal hier. Ne, guck mal nicht. Guck mal kurz weg. Die gehören auch noch uns. Und ihr. Ach, ihr bleibt da einfach mal. Ich brauche noch einen Blitz. Für hier hinten. Aber wir ziehen uns erstmal ein bisschen zurück. Wir müssen nur aufpassen, dass hier jetzt irgendwie nichts passiert. Nichts anderes. Ne, sieht gut aus. Aber die hier können schon mal mitkommen.
Ja, das ist doch schon mal, also ne, dafür, dass es so viele waren und wir nur mit der Schamanin angegriffen haben, war das doch schon sehr effektiv, würde ich mal behaupten. Und ihr dürft alle da rein. Ihr seid so viele. Ja, genau. Hier oben ist, oh, die sind weg. Okay. Der Kollege ist auch weg. Wollen wir mal hier rüber? Wir laden den Blitz kurz auf. Ja, wir machen das anders. Wir gehen hier mit unserer Mega-Armee hoch und warten auf den Rest der Mega-Armee. Dann machen wir da gleich einen Blitz hin. Hier wird nicht gebetet, das ist schön. Aber hier ist auch direkt der Gegner und hier wird gemeckert. Okay, ach, ihr fangt ihn ab, das ist schön. Ja, den anderen auch noch. Bevor der bei euch ist. Das muss ich selber hier zaubern. So zum Beispiel. Das war gerade sehr knapp. Deswegen brauche ich da eigentlich noch ein paar Feuerkrieger mehr, dass das nicht passieren kann, dass der gar nicht erst an uns rankommt. Und da kommen die alle zu mir. Das finde ich gar nicht so nett. Aber ihr müsst weg. Pam, so. Ach ja, ich habe den zweiten Blitz schon fertig. Den rüsten wir eben aus, damit ich die Feuerbälle schneller habe. Ja, ihr schafft das, ne? Macht den fertig. Auf ihn. Jetzt bräuchte ich den Hypnosezauber. Aber es geht auch so. Ich muss mich mal zurückziehen hier. Aber da kommen die mit Boten an. Da kommen die Botenstoffe. So. Ja, ziehen wir uns kurz zurück, bis wir hier ein paar mehr haben. Denn die stehen ja immer noch ein paar an. Dann machen wir auch noch mal die Türme hier fertig. Weg. Und ich brauche Hypnosezauber. Und dann gucken wir hier mal rum. Dass wir zumindest, also, ja, zu dem Kopf schon mal hin können. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil der wieder Ewigkeiten zum Beten braucht. Also, habe ich, also, keine Ahnung, ne, kann ja sein. Hier sind die, oh, beide ausgebaut. Genau, als nächstes mache ich mir, ich bräuchte eigentlich Wegzauber. Ich habe hier viel zu wenig Platz. Und hier müsste ich einmal rüber. Aber hier ist, da ist ein roter, ne? Wir schauen mal auf die Welt. Machen wir mal hier ein bisschen Weltanschauung. Da sind... Sind das meine? Nein. Das sah nur so aus. Okay. Ach ne, sind rote. Das sieht nur ein bisschen komisch aus. Hier sind auch die roten. Die roten fahren hier anscheinend wieder gerne mit Schiffen rum. Hier ist ein gelber Gegner. Hier ist ein Kopf. Das ist anscheinend gelb. Der ist getrennt von uns über dieses Wässerchen. Da könnten wir schnell hin mit einem kleinen Weg. Aber dann rennt der natürlich auch gerne zu uns hin. Ah ne, das war der andere hier. Das ist ja der Grüne hier. Der andere ist aber auch nicht so weit weg. Hm. Hier ist da... Oh, da kommt ein Boot. Okay. Will der damit zu uns, oder was? Ja. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier auch ein paar Türme bauen. Oder wir... Ja, wir... Ja, doch. Ach komm. Da ein Turm. Da muss auch ein Turm hin. Genau, ihr steht ja eh rum hier. Und das vom Holz her, das passt auch gerade wunderbar. Und ich habe... Oh, ja, schön. Ich mache erstmal die zwei Blitze fertig und dann mache ich mir einen Weg. Und hier sieht das gerade ein bisschen aus, als wollten die mich angreifen. Da hole ich mal ganz fix meine Leutchen her. Oh, hier, oh. Oder ist das ein Ablenkungsmanöver, dass hier die Schamanin ist? Und hier die? Oder wollen die alle gleichzeitig kommen oder was? Oh, hier rennen die in unser Dorf rein. Guten Tag. Mach die mal weg. Und Schamanen? Oh, hier brennt was. Ich wurde angezündet. Oh nein. Und das ist die Schamanen. Und hier. Nein. Die müsst ihr haben. Genau. Du musst weg. Da ist die Schamanen einfach hier zu mir gekommen. Ich habe mir die schnell hypnotisiert. Aber das reicht natürlich noch nicht. Ach, du Fräulein. Gehst du wieder in das Boot rein oder was? Da, so, hier, Blitz. Bitteschön. Wunderbar. Dass sich zumindest wenigstens etwas passiert hier. Und ihr Leute, geht mal schnell wieder raus. Ihr bekriegt euch selber. Weil ich möchte nicht... Huh. Werde ich dann angegriffen? Hier. Ja, Kinders, geht da mal hin. Ich werde auch angegriffen. Schnell weg mit dir. Ins Wasser. Na, wirst du wohl. Na. No. Junge, nerv nicht. So, jetzt aber. Plunsch. Ich habe Wegzauber. Einen Wegzauber, um konkret zu sein. Mache ich den mal hier rüber?
wunderhübsch, haben wir hier neues Bauland. Und meine Leute hier, ja, ihr müsst erstmal das Ding hier wieder heile machen. Karl. Problem ist jetzt, ich habe wenig Holz. Und, ach ja, hier wollte ich... hier muss ich mal Türme bauen. Dafür muss ich mir erstmal das hier ein bisschen gerade machen, dass es schöner aussieht. Und dann muss ich hier einen Weg rüber machen, dass sie hier Holz haben. Weil hier ist er jetzt schon zum zweiten Mal mit seinem Boot. Und ich glaube, das wird noch einige Male öfter passieren, dass der hier sich denkt, da lege ich mal an. Das heißt, ja, guckt mal, hier oben auch. Das muss alles anders hier. Weg mit euch. Ich mag euch nicht. Oh, hier steht ein Boot rum. Macht nichts. So, hier muss ich... geht da mal hin? Darüber. Wunderhübsch. Ich bin begeistert. Und hier ist alles senkrecht. Ja, ne? Ah, die fangt ihr ab. Ich müsste... Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Mach die mal weg. Ja, auch wunderhübsch. Guckt euch das an. Da kommt auch noch einer. Oder ist das meiner? Ne, ist meiner. Aber jetzt, wenn die hier oben ankommen wollen, dann muss die Fräulein, das Fräulein, hier hoch, ihr natürlich auch. Ihr dürft auch mithelfen. Ja, und hier muss ich auch mal ein paar Türmchen hinbauen, ne? Hier oben so. Wo ist sie denn? Wird sie angegriffen? Nein. Aber die müssen weg. Ja, okay, da kümmern sie sich drum. Wunderhübsch. Ach, komm, hier. Na, kommt näher. Treten Sie näher, liebe Gegner. Das wird auch gar nicht wehtun. Ab ins Wasser mit euch, genau. Ach, schön. Ihr schafft das, ne? Na, wirst du wohl sterben? Ja, danke. So, so ist Relek recht. Hast du gut gemacht. So, komm mal mit. Jo. So, genau. Und zwar, oh, habe ich gleich einen zweiten Weg, aber hier habe ich auch einen Angriff. Ne, habe ich nicht. Mache ich mir hier schnell einen Weg rüber, schlage ich mir den mal. Und ich plansche hier schon mal ein paar Pläne hin für Türme. Um das alles mal ein bisschen gesichert zu haben hier. Bei den Booten, also wenn die mit übers Wasser kommen, brauche ich nicht so wahnsinnig viele Türme machen. Da die immer sehr schnell aus dem Booten rausfliegen. Aber es ist trotzdem angenehm, wenn man hier doch in gewisser Regelmäßigkeit auch so weit stehen hat. Das sieht einfach besser aus. Und das hier darf ich natürlich nicht vernachlässigen. Hier haben die ein bisschen Holz, das wächst hier hoffentlich auch ein bisschen nach. Hier waren ja noch ein paar Bäume, aber das brauchen die im Moment auch alles, um die Häuser hier auszubauen. Oh, der Grüne. Oh, oh, oh. Okay, jetzt hat der Grüne das gemacht, was ich selber noch nicht wollte. Nämlich einen Weg hierhin. Deswegen habe ich zum Beispiel auch die Türme hier gebaut. Unter anderem, ne, war in meiner unendlichen Voraussicht, habe ich das bemerkt. Aber der Rote möchte direkt zu uns. Das finde ich nicht gut. Der sollte eigentlich zum Grünen hin. Oh, hier, guckt euch das an. Hypnose. Nein, verdammt. Das war nicht gut. Aber ich habe ja noch zum Glück ein paar Feuerkriegerchen hier, die sich wehren können. Oh, hier muss der schnell weg. Und ich habe die ganzen Zauber voll. Genau, mache ich hier ein bisschen Insektenplage, dass ich für den Notfall die anderen Leute aus der Entfernung schon mal aufscheuchen kann, dass die mich nicht hauen. Und du musst auch weg, genau. Und ihr dürft mal hier, ihr habt jetzt Holz hier, ne? Ihr dürft das mal zu Ende bauen. Na, ihr müsst erstmal hier hoch. Die Türme haben doch gerade erst angefangen. Könnt ihr doch nicht wieder kaputt machen. So, schnell bauen. Ja. Und ab hier hin. Und da ist die Schamanin. Das ist gut. Jetzt muss ich aufpassen, dass der hier nicht kommt. Aber der hat hier eigentlich gerade gar nichts, ne? Den habe ich vorhin schon so schön geschwächt. Oder der kam jetzt hier mit seinem Booten an. Der versucht wahrscheinlich alternative Wege zu erkunden, wie er zu mir kommen kann. Und ich muss dann hier ein paar Leute ausbilden. Ja. Da rein. Und wo sind die Nahkämpfer? Da ist die Hütte. Die brauche ich auch. Und ich brauche auch mal Priester. Da sind sie. Wo machen wir das denn? Hier. Ja, machen wir. Holztechnisch sieht es etwas mau aus. Mal wieder ist ja jetzt nichts Neues. Aber hier muss auch gleich mal einer rein. Aber nicht von meiner Eins, sondern... Da, von denen. Ah, gehst mal da rein. Hier. Yeah. Genau. Wo sind wir denn? Da sind wir.
Hier sind die Gebäude auch schon recht fertig. Da habe ich auch zwei Leute. Und jetzt muss ich mal was... Ach, ich mache mal einen Sumpf an. Weil sich der immer so schön rentiert hat. Und rentieren kommt nicht vom Rentier. Das ist was anderes. Da muss auch mal einer rein. Einfach, damit es schöner aussieht. Damit es ein bisschen raucht. Einmal die Nebelmaschine anschmeißen hier. Und die Häuser sind beide ausgebaut. Und da kommt auch gleich einer raus. Und das freut mich natürlich. Denn wenn die Stämme größer werden, dann steigert sich auch meine Freude.